So soll der Plan sein. So sprach er und so wurde es geschrieben. Keine Lava und Lava. So, wo führt mich die Lava hin? Da ist Ende. Ich grab gerne an diesen Stellen entlang, weil ich immer der Meinung bin, es könnte sein, dass die mich in eine größere Höhle führen. Deshalb buddel ich da sehr gerne immer entlang. Aber bis jetzt ist alles noch ein bisschen ernüchternd. Oh. Okay, da hinten ist auch Sense. Mal kurz löschen und lauschen. Okay, ich höre nichts. So, wir lassen mal kurz hier die Ärmchen lassen wir hier. Den Rest nehmen wir mit. Oh. Ich sollte mir vielleicht hier neue Fackeln machen. Und die Kohle auf normale Art und Weise einsammeln. Damit uns die Fackeln auch nicht ausgehen irgendwann. So, ich gucke absichtlich nicht nach, auf welcher Höhe ich bin. Oh, wir sind schon wieder in einer neuen Folge, stelle ich gerade so fest. Mein Zeitgefühl ist momentan ein bisschen getrübt, möchte ich es mal ausdrücken. Da oben lang. Gebt her eure Kohle, gebt her den ganzen Loot. Oh, da müssen wir noch weiter hoch. Der Bergarbeiter-Blues. Der Bergarbeiter-Blues. ja, da lang. Moment, da kommt eine Fackel hin. Da kommt ein Zombonaut. Dann gehe ich mal da lang. War aber da oben schon oder ist das... Das ist Lava. Ah, dann ist ja gut. Hab schon gedacht, das wäre was Schlimmes. So, ran, rauf. Und die Lava erstmal ausknipsen, wenn ich hinkomme. Okay, kann man lassen. So, kann ich ja mal ein Schlückchen trinken. Prost, Freunde. Na komm, husch. Hinfort. So, wie viel haben wir denn eigentlich schon von der Kohle? 30. Gut, 30 Sticks haben wir noch. Das soll erst einmal... Obwohl, ein angefangener Stack ist ein angefangener Stack, ne? Da kann man auch voll machen. Weil, falls wir denn spontan brennen müssen, haben wir was dabei. So, 42. Ich denke mal, das können wir hier noch komplett ausheben, bevor wir voll sind. Also, stackmäßig, ne? Oh, ihr glaubt gar nicht, wie gerne ich hier noch das ein oder andere Projekt mit aufgenommen hätte, wo ich gesagt habe, Alter, das musste Let's Playen, wie zum Beispiel No Man's Sky. Ich weiß, es wird so gehypt und bla und blub und hast du nicht gesehen, aber es ist ein Spiel absolut, absolut nach meinem Geschmack. Es macht mir, es macht mir so eine Laune, dieses Spiel. Klar bin ich auch hier und da mal am Fluchen, wenn ich die letzte Kreatur über Stunden auf einem so einen Gurkenplaneten suche. Aber das macht es ja irgendwie auch so ein bisschen aus, ne? Diese Anreize von wegen 100% zu haben. So, ich glaube, warte mal, da liegt genug rum, dann geht's jetzt hiermit weiter. Weil, ganz ehrlich, ich verlasse ein Sonnensystem, also beziehungsweise so eine Galaxie oder whatever man dazu sagen möchte, verlasse ich nie, bevor ich 100% habe. Na, super, 2. So. Warte mal, da haben wir schon eine Fackel gesetzt, dann gehen wir doch da lang. Das ist... Oh. Ho, 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 ho. Ha, hallo. Warte, ich mach mal so. Einen lasse ich offen. Erstmal Gold. Und guckt mal, Freunde. Es ist ein Zeichen. Man möchte mich hier behalten. Oh ja, Minensysteme. Unendliche Weiten.
Wir befinden uns in einer gar nicht so tiefen unterirdischen Gegend. So, und hier kommt mein Fackelsystem extrem zum Tragen im Minensystem. So, was ich jetzt natürlich als erstes mal mache, ist signalisieren, so von wegen, hier ist Sense. Und dann geht's los. Oh. An diesen Wänden mache ich immer meine Probebohrung. Komme, was da wolle. Weil an diesen Wänden, das ist mir schon so oft passiert, dass es da dann einfach weiterging. Aber hier jetzt mal zur Abwechslung nicht. So, da hinten war Mr. Enderman. Oh, und ein Smaragd. So. Ja, ich komme ja gleich. Und ein Smaragd. Ja, ist eigentlich ein bisschen niedlich für dich gebaut, ne? Mr. Pappnase himself. So. Und Probebohrung. Okay, scheinbar wirkungslos. Oh, Eisen. Das nehmen wir uns natürlich mit. Ich höre Schergen rechts neben mir. Wenn ich mich weiter buddeln würde, 100% käme ich irgendwo raus. Aber mache ich natürlich nicht. Ich werde jetzt erstmal diese ganzen Minenstollen, die jetzt ganz normal hier offen liegen, durcherkunden und dann mal gucken, zur Not können wir immer noch uns irgendwo durchbuddeln. So, das ist ja eigentlich ein vollendeter Gang. Da könnte man in der Theorie irgendwas davor setzen. Aber mache ich nicht. So, hier können wir uns noch ein bisschen Holz mit abschlagen. Das wir dann zu Sticks machen. Außerdem mache ich das ganz gerne, damit ich den Überblick behalte. Wo ich unter anderem auch schon war. So, schön Kohle mitgenommen. Da wir hier gerade so sicher sind, Freunde, mache ich mal Folgendes. Alter, wie die Framerate in den Keller geht, wenn ich hier ins Inventar gehe. Das ist richtig krass. So, alles was wichtig ist, das packe ich jetzt hier erstmal rein. So, hier kommt dann wieder dahin. So, das war's eigentlich an wichtigen Sachen. Erstmal. Weg. Und weg, weg und weg. So. Wir haben wieder Platz. So. Dann schauen wir mal in diese Richtung. Schaut auch gut aus. Ach ja, ich liebe Höhentouren. Das macht mir immer noch so eine... Oh, Eisen. Eine wirklich endlose Freude. Das ist einfach dieses Minecraft-Feeling, was du da hast, wenn du hier in den Höhen umherstolzierst. Ja, das ist einfach... unverkennbar. Es ist einfach nur schön. Ich habe auch mal eine Welt gespielt. Warte mal, du bist irritierend. Ich habe mal eine Welt gespielt, die nannte sich Miner's Heaven, glaube ich, nannte die sich. Das ist so eine, wenn man sich eine neue Welt erstellt und eigene Vorgaben nimmt, nennt sich das Miner's Heaven. Da ist fast alles, wirklich fast alles unterirdisch. Und das ist richtig krass. Ja, ja, ich weiß. Warte, ich helfe dir mal. Mach ich hier mal schnell zu, dass man da hochkommt. Mach ich hier mal kurz ein bisschen weg. Und jetzt kannst du kommen. Ja, komm in meine Arme, mein Kleiner. Oder in mein Schwert. So. Das da oben ist nicht meine Fackel, so hänge ich keine Fackeln auf. Jetzt verlassen wir die Mine aber wieder. Aber ist egal. Können hier jetzt erstmal ein bisschen durch die Gegend pacen. Wenn das da hinten unendlich krass weitergeht, obwohl wir kommen früher oder später, kommen wir zurück. Wie gesagt, früher oder später. Vielleicht auch erst in 10 Folgen. Weiß man ja nicht so genau. Weil wie gesagt, ich weiß, ich wiederhole mich da jetzt zum 1000. Male, aber ich brauche das. Folgenmaterial und dieses im Untergrund umhergegurke, ich brauche das einfach. Es gibt für mich nichts Schöneres, als in Minecraft unterirdisch irgendwo durch die Gegend zu pacen und dann solche richtig geilen Orte hier zu finden. Ich weiß noch, das war damals zu der Beta
1.6 wurde ein neuer Map Generator hinzugefügt zur Beta 1.6 oder war es 1.5? Oh Gott, Unwissenheit. Auf jeden Fall 1.5 oder 1.6 war es. Da kam ein neuer Shader dazu. Shader sag ich. Map Generator. Und da habe ich ja auf dem Server von einem Kumpel gespielt. Und naja, ich war der Höhlentyp. Das war damals schon so. So, warte mal, da gurke ich mal eben hoch. Und ich habe mir da eine Mine ausgesucht. Dann habe ich angefangen, da Schienen hinzulegen. Habe dann in einem Minensystem mir erstmal sämtliche Schienen geklaut. Und da habe ich da halt so eine Lore runtergebaut. So richtig bergarbeitermäßig, ne? Und ja, die Kohle lasse ich dann. Irgendwann sehr, sehr tief unten, wo ich mich durch die Gegend gebuddelt habe, ich war glaube ich auf Höhe 14 oder sowas, ne? Habe ich auf einmal ein richtig geiles Gebiet gefunden. Das war, kann ich euch gleich zeigen, das war ähnlich wie hier. Ähnlich. Und da kam Lava runter und dann kam Wasser runter und lauter so ein Zeug und es war richtig geil. Und dann habe ich gesagt, komm mal her. Das musst du dir angucken. Das habe ich noch nicht gesehen in Minecraft. Und da kam er vorbei und hat sich das mit angeguckt und so. Hui. Und das fand er dann auch richtig geil. Und dann so... Also, hat er mich gefragt, hast du dich von oben nach unten gebuddelt? Habe ich gemeint so, nein, wieso? Ich sehe Sterne. Wie du siehst, Sterne. Und ein Tintenfisch. Ohne Witz, dann konnten wir vom Grunde, von Höhe 14, ist da natürlicherweise vom Meer Wasser von da oben bis da runter geflossen. Das war richtig geil. Also das war so ein Wow-Erlebnis, wisst ihr? Das hat man ja ab und zu in Minecraft, dieses, einfach dieses Staunen, dieses sprachlose, boah. Also, mir geht es zumindest so. Weiß ja nicht, wie es euch da so geht. Oh, weiß nicht. Aber Minecraft ist halt ein Spiel, trotz dass es so simpel, so einfach ist, ja? Und vielleicht so billig, was die Grafik angeht und was halt die Leute da immer für negative Sprüche... Achso, ich sollte vielleicht runter, solange das Wasser da ist. Hui. Was die da halt immer für negative Sachen mit reinbringen zu Minecraft, ne? Oh, das ist ja interessant. Ich bin halt jemand, ich bin dann immer fasziniert, wie dann irgendwelche Gebilde entstehen durch den Map Generator, die einfach nur richtig schön ausschauen, ja? Das sind halt so die Sachen, die mich so ein bisschen zum Staunen bringen. So, wo ist er? Da ist er. Guten Tag, dann komm mal her hier. Und dazu gehören halt auch so Schluchten. Ich meine, klar, guck mal da. Das ist jetzt eigentlich in Anführungsstrichen nur eine Schlucht, ja? Aber es ist eine schöne Schlucht. Klar, haben 1000 Leute 1000-mal schönere Schluchten, aber das ist halt meine, möchte ich mal sagen, ne? So, hier erstmal so. Also ein bisschen löschen. Dann müssen wir noch ausleuchten und das Wasser hier mal abknipsen. Das sind halt so Sachen, wieso ich auch noch heute nach Jahren, nach all den vielen Jahren, die ich Minecraft spiele, das Spiel noch nicht... des Spiels noch nicht überdrüssig geworden bin. Das ist, glaube ich, ein besserer Satz. Oh, der war natürlich intelligent. Also nicht der Satz, sondern die Aktion. Oh, wo habe ich meinen Block? Huch. Einmal nicht hingeguckt. Warte, ich baue mich mal kurz hoch. Mein Block, weil ich muss ganz dringend mal schnell husten und so. Moment, ich kann es nur unterschreiben. Entschuldigung. So. Hui, aufgeschrieben habe ich's. Ich hänge. Warte, warte. Jetzt ist ja gerade alles schief gelaufen. Warte mal. Das stelle ich dahin. Jetzt ist gerade irgendwie wenig Platzdose. Hier. So. Passt das jetzt so? Nee, noch nicht. Jetzt. Puh. So, jetzt gehen wir dann. Entschuldigung. Was ist denn jetzt hier in meinem Hals? Was hat denn sich da rein verlaufen? Ich trinke mal einen Schluck. Schon besser. ich würde sagen, machen wir einen Folgenwechsel, Freunde. Bis morgen.